die nächste. Ja, servus die Marlon und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr den Eingangsbüdern schon gesehen habt, ich war vor 5 Tagen an der Donau unten, bin aber jetzt auf dem Nebenraum. Da vorne war so ein schönes Platz, wo ich schon zweimal war, das möchte ich heute wieder aufsuchen. Ich habe geschaut, es sind keine mit Kajaks unterwegs, das heißt, ich könnte mich da hinsetzen, falls das Hochwasser nicht da auch so hoch ist, dass ich keinen Platz habe. Ja, ich habe auch einen neuen Hobo dabei von der Firma Juan Tigris. So ein Steckhobo, da möchte ich mir heute einmal ein bisschen probieren und anzündeln. Weil alles noch nass ist, da kann nicht viel passieren. Ja, ein paar Würstchen drauf und ein Kaffee. Und dann passt das schon wieder. Ja, ich schaue da jetzt einmal runter, ob ich das Platz auch finde. Ja, finden wir sicher. Aber ob man da jetzt hinkommt oder nicht, also schauen wir. Ja, da ist das Platz, habe ich wieder gefunden. Ja, schön idyllisch ist da. Und da drin sieht man anhand den hellen Streifen, wie hoch das Wasser da war. Ich schätze mal so 1,5 Meter war es sicher da. So Freunde, ich habe es da jetzt wieder gemütlich gemacht, aber ich wollte euch ja einmal wieder was zeigen. Ich habe einmal wieder was gekriegt von der Firma Juan Tigris Hobokocher. Ja, das ist ein Steckhobo. Den würde ich heute gleich mal probieren. Und ich habe ein paar so Berner dabei, die schmeißen wir sich einfach einmal drauf. Ja, ich habe da wieder zusätzlich mein Grillgitter dabei, wie es mein PC-Lüfter, sowas habe ich ja massenhaft daheim. Die ganzen Masse und Gewicht von den ganzen Blende echt alles herüme zum einen. Ich werde ihn jetzt einmal schnell zusammenstecken. So, und zusammengesteckt ist er. Haben da noch schöne große Blechung drauf, was man in verschiedene Richtungen geben kann. Wenn man es so hier reinsteckt, sind wir da auf einer Ebene. Wenn man hier rauf will, steckt man es da unter quer. Es sind immer zwei verschiedene Aussparungen da, eine sogar noch in der Mitte, kommt man hier rauf. Es habt da oben auch ein paar Aussparungen. Kennt natürlich das Blech oben hier für den Drange oder Esbit oder sonst was. Ja, und ich würde sagen, ich werde ihn jetzt einmal schön langsam anzünden. So, dann machen wir heute das Ganze einmal wieder buschkraftmäßig. Schauen wir mal, ob wir das noch alles zusammenbringen. Ja gut, da gibt es einmal nichts. Ja, jetzt werden wir mal schauen, dass wir ein bisschen Glut zusammenkriegen. Ich überlege, ob man in der Zwischenzeit ein Käfchen machen soll. Das wird eh noch länger dauern, bis ich da eine schöne Glut habe. So könnt ihr das eigentlich machen. Und da kommt heute einmal mein kleiner Brenner wieder zum Einsatz. Habe ich eigentlich in dem Zeug ist eigentlich alles dabei, was ich brauche. Sage ich euch gleich. Ja, im Endeffekt habe ich da so eine kleine Titanfolie. Dann habe ich da noch meinen Evernew-Brenner. Auch den Brenner selber und den Evernew-Gestell dazu. Das füllen wir mit Spiritus, da habe ich so ein kleines Flascherl dabei, oder besser gesagt ein Bioethanol. Dann habe ich noch dabei mein Evernew-Kreuz, das passt ja da auch genau drauf. Und auf das passt dann genau meine Käfchenmaschinerie quasi. Da haben wir es hergerichtet.
Dann machen wir jetzt einmal meinen Kaffee. Jawohl. Also ist fertig. Drauf damit. Ich sag, die haben wir da. Hier so wie ich schon mitgenommen, so Berner. Die werden wir aber nicht am Griller draufhauen oben auf das Ding, sondern ich werde ganz einfach aufspießen. Und ja, habe ich ja gar nicht erzählt. Bei den ersten Aufnahmen, wo man da durch den Baumstamm durchgefilmt habe, habe ich eigentlich nicht gesehen, dass dort ein Wespennest ist, also so eine Erdbiene oder Erdwespen geworden ist. Und die haben einen erreicht, wird schön verteidigt und haben mich zweimal gepackt. Einmal da und einmal auf der Seite. Puh, das brennt jetzt noch. Jo, Freunde. In diesem Sinn, der erste Gruß geht einmal wieder an meine Krankensaison, wie immer. Und dann haben die gesunden. Prost, Freunde. Ah, ja. Passt schon so. So, und jetzt warten wir, bis die fertig sind. Hier und dann schon mal. Herrlich. Jetzt einmal. Jawohl. Ja, Freunde. Natürlich einen gepflegten Händel mal auch noch dazu. Muss eh klar sein. So, und jetzt gehen wir es an. Sehr gut, muss ich mal wieder sagen, Freunde. Schaut mal. Ein bisschen Energy noch dazu. Ich wirf den mal wieder einen Blick auf den Hobo, weil so ganz aus den Augen würde ich den nicht lassen. Es kann zwar wirklich da nicht viel passieren, aber sicher ist sicher. Ja, immer mehr Wolken schieben sie da oben drüber. Ist dann auch schon wieder ein Trumpfisch gesprungen. Weiß nicht, ob man es vielleicht gehört hat. Gigantisch. Ja, jetzt habe ich gerade Stimmen gehört. Habe ich da oben geschaut. Ich glaube, da kommen gerade ein paar mit einem Boot daher. Da ist ein Stand-up-Badl. Habe ich noch nicht genau entdeckt, aber die Wände da sind. Verhalten. Sie haben aber nicht in meine Richtung geschaut. Ich werde schon langsam da alles klar schief machen und dann zischen wir wieder Richtung heimwärts. Es ist eh schon 5:30. So, machen wir da ein kleines Kuchel. So, eine damit. Wieder einer. So, ich habe ihn jetzt ein bisschen abputzt, weil ich mache das dreckig nicht. Ja, schaut tadellos aus. Er hat sich ganz leicht verformt, aber das kann man jederzeit wieder biegen. So dick ist das nicht. Finde ich, ist okay. Hat seine Arbeit getan. Er macht seinen Job, da braucht man nicht drüber diskutieren. So. Jetzt packe ich schon langsam weiter zusammen. Ja, da kann ich heute gar nicht viel verwuseln. Da ist nur Erden. Bisschen was drüber. So. Passt, gehen wir.
Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Bin am Ende meiner Tour angelangt. Ich sage einmal wieder, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gesund bleiben und Servus die Marlon und pfiat euch die Buben.